Und alle Jahre wieder geht's wieder von vorne los. Da beginnt sie überraschend wieder, die Vorweihnachtszeit. Die Stadezeit, wo ein jeder verweilt, innehält und kurz überlegt an Orten der Stille, wo der Händler besinnlich schreit. Herbei, herbei, hier gibt's allerlei Sachen, die sicherlich jeden von euch glücklicher machen. Und so rennt ein jeder ganz wild hin und her, packt mehr als 7 Sachen und noch so vieles mehr. Er schleppt und flucht und schwitzt vor Wut, denn dieses Gerenne seinem Blutdruck ungut tut. Doch mittendrin, ganz klein und fein, sitzt dieses süße Mädelein, hat einen Teddy im Arm und singt ganz vertraut ein Weihnachtslied von Herzen ganz laut. Die Menschen bleiben stehen und denken bei sich, wie schön und zufrieden dieses Mädelein ist. Einen kurzen Moment scheint die Welt still zu stehen, denn ein jeder besinnt sich der ursprünglichen Idee, die Adventszeit mit all ihrer Pracht war doch einmal zum Nachdenken angedacht. Was braucht denn mein Partner zum Glücklichsein? Zeit gemeinsam oder gar allein? Weiß ich denn überhaupt, was er so mag? Oder rennt er auch alleine, Tag für Tag? Und ganz nebenbei unter all diesem Denken wird mir klar und bewusst, wir Menschen müssen uns schenken Liebe. Bedingungslos. Das ist unser einzig sinnig Los. Denn unter all diesen Nöten ist das wichtiger denn je. Ob das auch ein jeder versteht? Die Welt spielt verrückt und schüttelt sich wild. Verschwindet, geht weg, hört man sie flüstern. Mancher hält's für ein Gerücht. Und wir? Was macht die Menschheit? Sie rennt weiter im Hamsterrad und weiß nicht um der Not, die uns Erdenbürgern droht. Zu düster, zu grau. Das will doch wirklich keine realisieren, geschweige denn akzeptieren. Da lobe ich mir doch den Kaufrausch. Der füllt wenigstens diese Leere aus. Die große Leere und die große Frage, was machen wir denn hier, schmerzt den einen gar sehr und ist dem anderen zu arg. Denn in sich hineinschauen tut manchmal sehr weh, doch wer mutigen Herzens die Hürden nimmt, wird über sich hinauswachsen und größer sein als Dirk Nowitzki bestimmt. Und so schnell die Reflexion kam, so schnell ist sie wieder fort, der Gedanke an einen besinnlicheren Ort. Meine Bitte an euch, seid weise und bitte nicht dumm. Es geht nicht darum, was unter dem Christbaum liegt rum, es geht um Liebe, Familie, Gesundheit und Herz. Das kann man nicht kaufen, da mache ich auch keinen Scherz. Sagt euren Liebsten, was sie euch wert, das ist unbezahlbar und lässt hüpfen das Herz. Da ist sie wieder, die Stadezeit, wie hab ich dich vermisst, wo der eine den anderen anschreit.